Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo und herzlich willkommen wieder beim Trader, heute am Freitagabend mit Pioneer. Pioneer Constructed, also Decks gebaut, 60 Karten aus standardlegalen Sets von Return to Ravnica bis jetzt. Ja, bis auf halt gebannte Karten. Ja, ich hoffe, wir haben Spaß. Michael, André. Ja, wir haben schon ausgewürfelt. Ich darf anfangen mit hoffentlich diesen 7. Ansonsten, wenn ihr auch mal dabei sein sollt, trader-online.de, Reiter Events, Ticket holen, vorbeikommen, Spaß haben, Freunde treffen. Ja. So, gucken wir mal, ob uns das gefällt. Ich würde das versuchen. Ich gebe das auch. Dann. Ja. Spiele ich eine Cavern of Souls. Wenn sie reinkommt, darf ich einen Kreaturentyp nennen. Ich sage es jetzt und werde es für das Rest des Spiels mal kurz zusammenfassen. Wenn sowas vorkommt, ich sage immer Menschen. Okay. Ich habe mehrere solcher Länder. Es tappt für ein Farblos oder ein Mana einer beliebigen Farbe, wenn ich einen Kreaturenzauber... Also ich kann mit diesem farbigen Mana nur Kreaturenzauber dieses Kreaturentyps machen. Wenn damit Mana dafür bezahlt wurde, kann dieser Zauberspruch nicht gecountert werden. Mache ich ein grünes für ein Experiment 1. Ist ein Mensch, Schlammwesen, ein Mana 1-1 mit Weiterentwicklung. Heißt, wenn etwas mit größerer Power oder Toughness reinkommt, kriegt er eine 1-1 Marke. Und wenn ich zwei Marken entferne von ihm, kann ich ihn regenerieren. Jo. Turn. Ja. Upkeep, Draw. Spiel eine Yamaya Coast. Tappt für ein farbloses oder für ein grünes und ein blaues. Dann macht sie mir einen Schaden. Mhm. Ich würde es für ein grünes tappen, mir einen Schaden machen, den Arbor Grazer ins Spiel bringen. Und wenn der das Spiel entert, darf ich eine Landkarte getappt von meiner Hand ins Feld legen. Das ist 0-3 Reach. Lotus Field. Exakt. Nee, Lotus Field jetzt reinlegen. Na, nein, das natürlich nicht. Und dann spielen wir mal ein getapptes Otavara. Mhm. Soaring City. Und dann sage ich Turn. Dann enttappe ich. Spiele ich ein Secluded Courtyard. Auch da, ich spiele bestimmten Kreaturentypen. Ja. Macht genau dasselbe, nur da kann es gecountert werden. Und das kann auch für Fähigkeiten von Kreaturen dieses Typs das bunte Mana ausgeben. Und dann bezahle ich 2 für eine Talia, Guardian von Fraven. 2-1 Erstschlag, Human. Und Nicht-Kreaturenzauber kosten beim Casten 1 mehr. Ist größer wie das Experiment, darum wächst es. Und dann, weil Angreifen keinen Sinn macht, Turn. Ja, Untap, Upkeep, Drop. Spielen wir ein ungetapptes Busage Wurndurs. Macht ein grünes und man kann es channeln, grünes discarden und kann ein Artefakt, Enchantment oder Non-Basing Land, was ein Open End kontrolliert, zerstören. Mhm. Und kostet ein weniger für jede legendäre Kreatur. Und dann würde ich gerne für 3 Mana für ein blaues Colorless Grün den Visier auf Tumbling Sand spielen und würde den Zug abgeben. Noch mehr Blocker. Ja, zumindest Italia. Ja, spiele ich auch noch ein unbeanspruchtes Territorium. Auch da bestimme ich einen Kreaturentypen. Colorless oder für Kreaturenzauber von dem Typen Mana. Also das macht nur für den Zauber Mana. Das macht nur für den Zauber Mana, sagt aber, kann nicht gecountert werden. Und das kann auch für Fähigkeiten bezahlen. Aber ansonsten sind die identisch. Und dann für Weiß, Rot, Blau ein Mantis Rider. Klasse. 3-3 fliegend, wachsam, Eile. Ist auch größer wie das Experiment, darum wächst es. Dann gehe ich in Combat. Ja. Experiment und der Mantis Rider greifen an, jeweils 3-3er. Ja, ich block das Experiment. Ja, was hier dann? Und 3 Schaden kriegen. Ja. Und dann stirbt meiner. Dann bist du. Dann bin ich. Untap, Upkeep, Draw.
würde mal zwei Mana floaten. Mhm. Farbloses und blaues. Würde dann ein Lotus Field von meiner Hand ins Spiel bringen. Wenn das Lotus Field entert, muss ich zwei Länder opfern, tappe für drei Mana Any Color, also einer beliebigen Farbe unter Textproof. Die beiden Länder würde ich opfern. Ja. Blaues und farbloses im Pool. Dann würde ich gerne das Lotus Field enttappen. Ja, zwei Mana im Pool zwei und potenziell Pool. Vier Mana noch über die Länder. Genau, zwei Mana im Pool und dann würden wir auch gerne fünf Mana bezahlen, um das eine mehr für die Talia zu spielen, um Fae of Wishes und ein Adventure zu schicken. Mhm. Dann darf ich mir eine Non-Creature-Card aus meinem Sideboard auf die Hand suchen und revealen. Ja. Und sie geht auf Adventure, heißt, sie kann auch danach aus dem Exil gecastet werden. Wir nehmen einen Temporary Lockdown. Ja. Und dann gebe ich meinen Zug ab und nehme den auf die Hand. Dann würde ich enttappen, eine Karte ziehen. Einen Tempelgarten getappt spielen, in Combat gehen und mit allen angreifen. Ja. Wie viel? 3 und 2 sind 5, 8. Würde ich 8 Schaden kriegen. Dann bin ich auch schon fertig. Ja, dann enttappe ich. Upkeep, draw. Ja. Ich würde mir gerne drei weiße Mana in den Pool machen. Mhm. Und für ein zusätzliches, weil ich muss ja einen mehr zahlen, dann Talia, würde ich gerne Temporary Lockdown spielen. Ja, dann gehen diese beiden ins Exil. Exakt. Bis Temporary Lockdown das Spiel verlässt, weil Kosten Kreatur, nee, Permanents mit Kosten zwei oder weniger. Exakt. Ins Exil, bis sie das Spiel verlässt. Exakt. Dann soll ich turn. Tappe ich, ziehe eine Karte. Noch eine Cavern. Mhm. Gegen Combat für drei in der Luft. Würde ich drei kriegen. Turn. Untap, upkeep, draw. Mhm. Ich mach mir mal. Nimm mal eben hier so einen Token, dann kann man das besser sehen. Ich mache mir mal drei blaue im Pool. Ja. Würde für zwei davon ein Impuls spielen. Ja. Darf mir die obersten vier Karten angucken, eine davon auf die Hand nehmen, die restlichen unter das Deck. Gern für das und für das eine Mana, was floatet. Gehen in den Visier auf Flumbling Sands. Cyclen, dadurch darf ich eine Permanent enttappen. Ja. Und eine Karte ziehen. Dann habe ich noch kein Land für diese Runde gespielt. Ich möchte eine Thespian Stage spielen. Mhm. Dann. Möchte ich drei blaue floaten? Ja.
Für zwei davon die Thespian Stage. Ich mach mal so, ne? Ja, das Lotusfeld kopieren. In Lotusfeld kopieren. Und dann würde ich Turn sagen, dass Mana verschwindet. Gut. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Ziehe eine Karte. Mhm. Spiel ein Stampfgelände getappt. Mhm. Würde ein Coppercoat Vanguard spielen wollen. Mhm. Jeder andere Mensch hat plus 1 plus 0 und Abwehr 1. Mhm. Dann würde ich in Combat gehen. Mhm. Für 4 in der Luft. Dann kriege ich 4. Ich habe 1. Du kriegst auch 1 und dann war es das leider mit meinem Zug. Ja, in deinem Endstep? Ja. Würde ich gerne das Lotusfield enttappen. Und für 3 Mana gerne Archdruid Charm spielen. Ja, darf ich nochmal? Ja, darfst du. Es hat Wähler 1. Entweder die Bibliothek nach einer Kreatur oder Land durchsuchen und das vorzeigen. On Battlefield tappt, wenn es ein Land war, ansonsten in die Hand. Danach shuffeln. Ein 1-1-Marker auf eine Kreatur meiner Wahl. Es macht Schaden in Höhe der Stärke an einer Kreatur, die du nicht kontrollierst. Und alternativ Exile, Target Artifact oder Enchantment. Du möchtest das Temporary Lockdown bestimmt wegmachen. Nein, ich möchte gerne mir ein Land raussuchen, das getappt ins Spiel bringen. Ja. Oder möchte ich das? Ja, möchte ich. Und wir nehmen nochmal eine Thespian Stage. Es wird gefragt, was ich so mache, wenn du Magic spielst. Offensichtlich zumindest Länder ziehen. Beziehungsweise natürlich viele geheime und ganz schlimme Spells, die ich für den Notfall zurückhalte. Dann gehe ich in meinen Zug. Ja. Upkeep, draw. Mhm. Das war eine gute Karte. Höre ich nicht so gern. Bringt mir aber gerade auch noch nichts. Wir flowen mal 3 blaue. Ja. Dafür würde ich gern 2 bezahlen. Und gern noch ein Impuls spielen. Ja. Obersten 4 angucken. Einen in die Hand, Rest nach unten. Ja. Alles kürzer. Dann flowen wir nochmal auf 4. Mhm. Und ein grünes für 5. Und dann werden wir ein Pour Over the Page spielen. Ja. Für 5 hiervon und eins hiervon. Zieh 3 Karten. Enttappe 2 Länder. In dem Fall das Lotus Field und die Thespian Stage, die ein Lotus Field ist. Und muss eine Handkarte discarden. Dann discarden wir mal ein Lotusfeld. Mhm. Ich schieb das mal so ein bisschen raus, sonst ist es nie in der Kamera. Und es geht in den Friedhof. Ja, mir war schon klar, was der Chat damit gemeint hat. Mal 3 grüne. Ja. Und spielen wir Bargeld Recovery. Ja. Und das Pur, was Page ist. Mhm. 3 blaue. Untap. Ja. Tap.
sind 6 blaue. Das pure Wasser Pages again. Ja, noch 1 und du enttappst wieder. Genau. Ja, ziehe 3 Karten. Okay, discarde eine. Mhm. Und das Colorless. Nein, halt. Dumm. Du, das und das Colorless. 2 Mana. Ja. Hidden Strings. Ja. Auf dem Cast würde ich gerne 3 schwarze. Und 3 blaue floaten. Ja. Und dann darfst du da das. Darf ich 2 Permanents enttappen? Und ja. Ich darf mir aussuchen, ob ich das auf eine Kreatur ciphern möchte. Möchte ich aber nicht. Überraschend. Den Mistplay habe ich früher oft gemacht. In den ersten paar Runden. Es kann eine relevante Situation geben, aber. Ja, aber selten. Friedhof ist der halt schon besser. Mhm. So. Für 3 Gründe. Bulk Recovery. Ja. Immer. Dann für 1 hiervon. 1 hiervon. Ah ja, mit dem Friedhof. 1 davon, 1 davon. Nochmal ein Hidden Strings. Ja. Response tappe ich das und machen wir mal 3 Grüne. Ja. Tappe ich die beiden. Kann man das überhaupt sehen, dass ich da raus und liegen habe? Die Grünen nicht mehr, aber sonst ja. Ja, das richtig machen. Wenn einer nachher, wenn ich ein Missplay mache, auch sagt, der Junge hat was falsch gemacht. Dann würde ich gerne für 2 schwarze, 2 blaue und dumm, egal, 2 schwarze, 2 blaue und 1 grünes, bisschen dumm gesequenced. Gerne Dark Petition spielen? Ja. Machst du gleich wieder schwarze? Ich krieg wieder 3 schwarze und darf mir jetzt eine Karte aus meinem Deck auf die Hand nehmen. Heißt bei Mastery Up. Ja. Überraschend. Würde ich Merchant Multimatum nehmen? Ja. Wird das dann auch? Floate hier nochmal 3 blaue, floate hier nochmal 3 grüne, weil ich dumm gesequenced habe. Und wird das dann gerne casten. Ja, bleibt 2-mal grün, 1-mal blau über. Genau. 1-mal grün, 1-mal blau. Und dann suche ich mir 3 Single Monocolored Permanents raus. Dann Pool of Other Pages. Du hast 3 offene Mana, wovon du alles nur für Kreaturen nehmen kannst, ne? Ja. Okay. Vielleicht Flash-Kreaturen. Möglich. Möglich. Jetzt darfst du dir eine davon aussuchen, die ich umsonst spielen darf. Nein, eine, die du nicht umsonst. Eine, die ich nicht umsonst. Sehr richtig. Das andere ist nicht gerade schlecht. Ja, die Omniscience wieder rein. Ja. Du kennst ja die Rotation wahrscheinlich, ne? So ziemlich. Ja, ich würde erst das casten. 2 Länder enttappen. 3 Karten ziehen. Und eine discarden. Und danach das Dark Petition mit Spell Mastery. Und würde dann wieder 3 schwarze kriegen. Und mir dann das Omniscience raus. Ja. Und dann würde ich das Omniscience auch gerne spielen wollen. Ja, mach das.
1, 2, 3, 6 Mana hast du, plus 4. Ja, wir machen mal. Ja, 2 Mana bleibt übrig. Ja, wir machen aber, ich floate mal alles in blau. Das sind 6. Mhm. Dann habe ich hier 7. Ja, 7 plus 3. Du kannst ja aussuchen, 2 bleiben über. Ja, ich lasse 2 blaue über. Und dann will ich das Omnisetten spielen. Ja. Dann will ich einen Drainlord Romoka spielen. Das ist gut. Darf ich mal kurz? Ja, du kannst in meinem Zug keine Karten spielen. Also keine Spells. Mhm. Gut, ja. Ja, und dann ist das Ding wahrscheinlich durch, weil ich gerne für die 2 Mana die Fähigkeit aktivieren. Erstmal möchte ich sie umsonst spielen. Ja. Dann möchte ich für 2 Mana die Fähigkeit aktivieren. Du hast kein Mana mehr. Doch, die 2 blauen. Die 2 Mana. Ah, nee, Omniscience. Ja. Und das, die Ability muss ich bezahlen. Return to Hand. Fee. Für 2 Mana. Mhm. Deswegen habe ich die beiden blauen überlassen. Ach, du hast mir da das Decking gelegt, ne? 2 Mana würde ich dann gerne die Fee return. Mhm. Und dann würde ich die gerne wieder auf ein Adventure. Ah, 2 Handkarten discarden. Tschüss. Dann würde ich die gerne wieder auf ein Adventure schicken. Ja, was aus dem Sideboard holen, ja? Was aus dem Sideboard holen. Ja, den Punkt habe ich leider übersehen. Ansonsten hätte ich gesagt, habe ich noch 4 Outs. Ein Non-Creature übrigens, ja. Aber ich kann es auch nicht zu Ende bringen, glaube ich, diese Runde. Mhm. Aber der Dragonlord Romoka regelt. Fünf Outs. An Approach of the Second Sun. Ja. Dann kriege ich, möchte ich das aus meinem Sideboard nehmen, möchte ich gerne noch spielen. Mhm. Kriege ich 7 Leben. Kommt dann in die 7. Stelle der Bibliothek, weil es das erste Mal gecastet wurde. Wenn es das zweite Mal gecastet wurde, gewinnst du das Spiel. Dann möchte ich noch den für umsonst spielen. Mhm. Dann noch einen Tempel spielen. Mhm. Dann darfst du noch scryen. Darf ich noch scryen? Wer hätte das gedacht, dass das noch umgeht? Wenn es Kartor gewesen wäre, nicht. Ja. Und dann spiele ich Dino. Mhm. Und noch einen Blocker und dann soll ich turnen. 4 Outs. Das ist keiner davon. Das ist nämlich, wie alle Draws in diesem Spiel, bis auf ihn, Länder. Kannst nichts machen. Ja, 3 Nicht-Länder in der Starthand, Länder und ihnen nachgezogen. Ja. Tja, ja. Auf ins Nächste. Auf ins Nächste. Naja, ich hätte Removal gebraucht. Wahrscheinlich, ja. Zumindest gegen ihn, gegen den Visier, der macht schon viel. Zack, Sideboard. Oh. Wo ist das Approach? Da ist das Approach. 3. Position von oben wäre ein Out gewesen, aber weil das auch auf Rest des Decks noch was braucht, hätte nichts gebracht. So, dann gehen wir mal Sideboard. Machen wir mal erst die Sachen, die einfach sind. Das raus. Das raus. Das raus. Das raus. Das raus. Das raus. Das sind potenziell schon mal 6, die rausgehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Einen mehr. Hm.
Was? Ich habe nur überlegt, ob ich noch was anderes reinbohre, aber nein. Sideboard nicht enthüllen? Nee. Ich habe es zu häufig gehabt, dass ich Sideboard mit reingemischt habe und... Oh ja, das Gefühl kenne ich. Ja. Deswegen zähle ich immer. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, ist aber okay. So, dann nochmal gut mischen, damit ich nicht wieder nur Länder ziehe. Ja, ich habe mir gedacht, 4 Länder mit einer guten Curve, ja, kannst mal halten. Ja, aber wenn nichts kommt, ne? Ja. Das ist es halt immer. Wie gesagt, dafür, dass ich im Prinzip nichts gezogen habe, war es doch knapp genug. Ja, du warst auf jeden Fall. Ich mach manchmal wieder auf 20. Ja, und hier einmal den Sieg. Ah, okay. Gute alte Humans. Ist nah am Modern dran, ne? Ohne Weil. Sagen wir so, mein Deck nicht. Nicht? Mantis? Okay, früher. Ja, heute spielen ja kein Mantis Rider mehr, oder? Das Große ist halt, mein Deck ist fünffarbig. Das spielt man im Pioneer eigentlich nicht so. Ja. Du möchtest bestimmt anfangen, ne? Ja. Das würde ich so versuchen wollen. Ich auch. Gut, dann fangen wir mal an. Mhm. Cavern of Souls, Experiment 1. Ja. Upkeep, draw. Möchte ich eine Layer of the Hydra spielen, die kommt ungetappt. Mhm. Und dann ein Grazer. Und dann ein Grazer, exakt. Und jetzt gucke ich mal, was ich von meiner Hand reinbringe. Nehmen wir das Hedge Maze. Wenn das entert, so wähle ich eins. Guck mal die oberste Karte an und kann mir entscheiden, ob ich sie oben liegen lasse oder am Friedhof. Ich lasse mal oben liegen. Und dann soll ich turnen. Dann. Spielen wir mal ein Borderloft Pathway. Ja. Und tappen 2 für einen Kitesail Freebooter. Oh, nice. Erstmal ist er stärker, darum wächst das Experiment. Ja. Und wenn er reinkommt, darf ich mir die Hand eines Gegners anschauen und eine Nicht-Land-Nicht-Kreatur davon ins Exil schicken, bis er das Spiel verlässt. Ja, dann ist das Pool of the Pages wohl weg. Ja. Und du hast noch 3 Länder und ein Fae of Wishes, ne, in der Hand. Ich lass die Hand mal hier oben liegen, damit du die siehst. Ne? Dann brauchst du nicht notieren. Dann bin ich fertig. Nee, Combat macht keinen Sinn. Turn. Gut. Untap, Upkeep, Draw. Ja. Dann spielen wir von meiner Hand die Thespian Stage. Ja. Und dann soll ich Turn. Enttoppe ich. Ziehe eine Karte. Und dann finde ich gut, was ich gezogen habe. Dann ich spiele ein botanisches Sanktum und sage rot, weiß, blau. Mantis Rider. Den habe ich nämlich gerade nachgezogen. Wächst das Experiment. Yep. Und dann würde ich gerne angreifen wollen. Für 3, für 3, für 1 in der Luft. Ich blocke auf jeden Fall. Ja, wachsam. Mhm. Und dann stirbt meiner Meinung nach nur 3 hinten. Ja, und du kriegst 4. Dann darfst du. Ja. Upkeep. Draw. Ich möchte gerne 2 floaten. Mhm. Dann das, also ein blaues und ein grünes. Ja. Dann das Lotusfeld getappt spielen.
Dann kommen die Länder weg. Dann kommen die Länder in Friedhof. Und die Länder in Friedhof. Noch ein blaues und ein farbloses im Pool. Feld. Und dafür möchte ich das gerne in das Lotus Field verwandeln. Ja. Und dann soll ich turn. Tappe ich. Ziehe eine Karte. Nicht ganz ideal, aber immer noch besser, als ich es in der Hand habe. Talia, Guardian von Fraben. Das ist sehr gut. Wieder, wieder unsere Nicht-Kreaturen-Zauber teurer. Mhm. Und dann wieder für 7. Dann gehe ich auf 9. Gebe ich ab. Ja. Untap. Upkeep. Draw. Ja, war ein guter Draw, wenn du die gezogen hast. Ja. Die habe ich gezogen. Da ja, war ein richtig guter. Im ersten Moment dachte ich, ein Land wäre jetzt nicht schlecht, aber das war auch ein guter Draw. Mhm. Blauer? Ja. Nein, drei schwarze. So, besser. Okay. Besser. Ich hätte wieder falsch gesequenced sonst. Dann für jeweils ein. Na, ich sequence ist trotzdem scheiße. Und für noch einen hiervon, weil ich muss einen mehr bezahlen. Ein Schutz Sterlings. Ja. Hunter. Und dann drei grüne. Drei blaue. Mhm. Und für zwei schwarze, drei grüne, drei blaue, zwei blaue und ein mehr in dem Matched Ultimatum. Mhm. Habe ich nur ein blaues. Resolved wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, exakt. Wie viele Handkarten hast du noch? 3. Dann darfst du dir von den dreien eine aussuchen, die ich nicht spielen darf. Board Wipe, Board Wipe und Omniscience. Wahrscheinlich willst du das Omniscience, ne? Ja, das die Omniscience wieder rein. Ja. Und dann würde ich alle zerstören. Na, erst packe ich den noch einen Stack, dann zerstöre ich erst alle mit 2 und danach exile ich alle mit 2, aber du hast dann keine mehr mit 2. Ja, und fürs erste musst du 2 ins Meer zahlen, danach ist aber die Talia weg. Ja, genau. Dann kriegst du das Power of the Pages wieder. Ja, das kriege ich wieder. Ja, stimmt, weil du danach exilst, ist es egal. Ja, es ist egal, aber ich musste beide nehmen, damit du mir den Boardwipe nicht nimmst. Ja, weil nur das Zerstören hätte ich das Experiment retten können, aber... Dann darfst du einmal... Die geht in den Friedhof, die bleibt auf dem Feld. Ich habe noch kein Land für diesen Zug gespielt. Würde ich dann gerne nachholen. Mhm. Dann darf ich mir die oberste Karte angucken. Und die lassen wir oben und dann sage ich Turn. Und dann hoffe ich, dass jetzt nicht aus dem Nichts neuen Schaden kommt. Versuchen wir es. Collected Company. Sehr gut.
Ja, dafür habe ich gerade das Land gezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah. Hast du noch einen Mantis Runner? Oder was, was Plus gibt? Das reicht, glaube ich, nicht dann. Oh, der Kambal. Ja, der Kambal tut auch weh. Der Kambal tut auch weh. Ja, Kambal. Immer wenn ein Gegner einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkt, verliert er 2 und ich erhalte 2. Ja, und weil es Mantis Rider sind, Combat für 6. Dann darfst du mit potenziell noch einem Spell, der eventuell den Kambal wegmacht, ansonsten wird es schwer. Dann tapp mal. Weiß ja, was ich ziehe. Boah, der Kambal war so ein guter Hit. Der Kambal war ein richtig guter Hit. Dafür ist er im Deck. Ja. Ich könnte die 5 spielen. Die Band ist gut. Ne, ist gut, gell. Komm ich nicht mehr hin. Kambal war ein guter, ja, Player. Der hat dich gerettet. Die Coco war in der Starthand und die war noch in der Starthand. Ja. Aber das vierte Land wollte erst nicht kommen. Also hättest du den Kambal nicht getroffen, wäre es zu Ende gewesen. Dann hätte ich wieder. Ich hatte ja das Pool of the Pages und Emerge Ultimatum oben auf dem Deck liegen. Mhm. Ja, alternativ hätte ich noch eine Talia legen können. Ja, die hätte ich aber nicht gehalten, dafür hätte ich genug Mana gehabt. Ja. Dann 1-1, auf ins Letzte. Auf ins Letzte. Ich möchte gerne anfangen. Ja, dann mach das mal. Ich mach mich erstmal hier wieder auf 20. Wie viel Zeit haben wir noch auf dem Counter? Schau ich sofort. Mit eben zu Ende mischen. Ich dachte, wir gleich nur hier noch 5 Minuten haben. Also vor diesem Spiel hatten wir noch eine halbe Stunde. Ah ja, dann. Und das ging ja jetzt einigermaßen flott. Ich muss auch dazu sagen, ich spiele das Deck jetzt das 6. Mal oder so. Ja, ist auch definitiv nicht einfach zu spielen. Ist es auch überhaupt nicht. Alleine noch, die ganzen Lines. Ja, fast 19 Minuten. Okay, ja, das sollten wir wohl hinkriegen. Mhm. Die ganzen komischen Lines und alles, das ist... Oh, was willst du machen? Aber schwach ist es trotzdem nicht. Nee, ist es auch nicht. Bei weitem nicht. Also. Ich konnte auch nicht viel playtesten, das ist auch immer so. Ja. Aber bis jetzt konnte ich beide Anfangshände halten. Das war schon immer ganz gut. Ich habe zu laut geschrien. Die kann ich nicht halten. Ich gehe auf jeden Fall schon mal auf 6. Ich versuch's. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du Discard spielst. Also beziehungsweise Handheld mit dem Buccaneer. Okay. Der war immer gut. Spielst du im Main Deck oder Sideboard? Sideboard. Hm. Gute Tech. Ich habe erst überlegt, so, da kommt aber nichts Humans, okay, vielleicht eine oder zwei. Gibt ja gute Humans jetzt auch. Okay. Mhm. Spielst du auch Reflector Mage? Nee, wahrscheinlich ja. Nicht. Ja, okay. Ja. Reflector Mage ist auch so eine gute Karte. Ich spiele das Deck schon eine Weile und Hab heute mal ein paar One-Offs reingenommen, einfach für den Spaß. Ja, ja, warum auch. Und, aber in dem Matchup musste ich direkt 2 wieder rausnehmen. Ja, gibt halt, ist halt. Mhm. Wir gehen auf 5. Gierig. Oder nicht so gierig? Wenn du kein Field auf der Hand hast und kein Tutor, brauchst du nicht. Also wenn du anfängst, brauchst du nicht anfangen. Es ist halt echt immer schwierig. Mhm. Und das Deck muss auch vielmaligen. Also auch wenn ich jetzt Pro Tour oder so geguckt habe, da gehen die teilweise auch auf 4 oder 5 Karten. Ja. Weil es halt nicht anders geht. Na, wenn ich jetzt wenigstens 1 oder 2 Sideboard-Karten gehabt hätte, die ich hätte spielen können, dann wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Komm, die halten wir.
Jetzt gucken wir nur, was wir drunter legen. Die legen wir drunter. Und dann würde ich anfangen. Ja. Dann fangen wir mal mit einem getappten Hedgemaze an und ich mache Surveil 1. Mhm. Und die bleibt oben. Dann du. Tempelgarten getappt. Du bist. Ich hatte keine zwei Leben. Untap. Draw. Dann würde ich gerne Layer auf the Hydra spielen. Mhm. Und für ein grünes. Ein Arborgrazer. Ja. Eine getappte Testman Stage ins Spiel bringen. Mhm. Und dann soll ich turn. Enttappe ich, ziehe eine Karte. Spiele eine Cavern of Souls für Humans. Ja, ohne Teil. Und spiele einen Werewolf Pack Leader. Auch gut. Dann nicht? Ja, 2 Mana 3/3. Ja, ich erkläre nur. Okay. Wenn er angreift und er mich mindestens mit 6 Power angreife, ziehe ich eine Karte und für 3 und ein grünes wieder zum 5/3 mit Trampel und verliert seinen Human-Typen. Ich spiele mal für 2 Mana mal einen Impuls. Until End of Turn, ja. Ja. Kommen wir die obersten 4 an. Darf einer davon auf die Hand nehmen. Natürlich habe ich wieder richtig gut getappt. Die. Gehen drunter. Dann spiele ich noch ein Land für diesen Zug. Temple of Mystery, Scry. Tun wir drunter. Und dann tappen. Dann tappe ich, ziehe eine Karte. Botanisches Sanktum. Kitesail Freebooter. Ja. Dann das Hidden Streams weg. Das lege ich mal hier in die Reveal Zone. Ja, gehen Combat für 3. Für 3. Dann bist du. Untap. Draw. Lesbian Stage. Turn. Untap. Draw. Ja, Collected Company. Jo. 2, 3. Wie gesagt, Collected Company Instant. Ich schaue mir die obersten 6 an. Darf davon bis zu 2 Kreaturen mit Kosten 3 oder weniger ins Spiel bringen. Und das sind in diesem Fall diese 2. Eine Talia Guardian of Raven. Ein Experiment 1. Immer noch Evolve. Und die Talia ist größer. Dann gehen wir wieder in Combat. Für 1 in der Luft, für 3 am Boden. Block und 3. Ja. Dann bin ich fertig. Turn. Draw. Spielen wir mal ein getopptes Land. Ja. Und sagen Turn. Ja, was einmal gut funktioniert hat, funktioniert beim zweiten Mal auch ganz gut. Sehr gut. 1 war in der Starthand, 1 nachgezogen. Eine Mantis Rider und die erste etwas witzigere Karte des Abends. Gute. Ahim Pakal, Thousand Moon. Ja, Mantis Rider immer noch fliegend wachsam Eile. Und Ahim Pakal, wenn ich angreife mit einer oder mehreren Nicht-Gnom-Kreaturen, packe ich auf ihn eine 1-1 Marke und mache danach x 1-1 Colorless Gnom-Artefakt-Kreaturen getappt und angreifen, wobei X die Anzahl an 1-1 Marken auf ihr. Gehe ich in Combat, greife mit. Er wächst noch wegen dem Mantis Rider. Gehe in Combat, alles was darf, greift an. Dann greife ich mit mindestens 6 Power an und greife an. Darum kriegt sie eine Marke und ich mache einen zusätzlichen Gnom, der mit angreift. So, dann würde ich gerne eine Karte ziehen. Ja. Und dann darf ich meinen Blocker deklarieren. Also ich möchte gern für 4 Mana das Land reanimieren. Dann wird das zu einer 3-3-Kreatur.
Damit würde ich auf jeden Fall schon mal die Talia blocken. Mhm. Und da würde ich den Flieger blocken. Dann komme ich noch durch für 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den Gnome hast du mitgezählt, ne? Hm? Den Gnome hast du auch drin, ne? Ja. 3, 3, 1, 1. Ja. Der stirbt, Talia stirbt. Ja. Dann darfst du. Ja. Dann untap und jetzt muss schon was kommen. Oh, das wird aber nix hier. Gar nichts. Und 2, 3, 4, 5, 6. Kriegt mir aber alle nix. Ach komm, was soll der Geiz? Ich spiel mal pur auf was Pages. Ja. Ziehen mal 3. Dann tappen mal 2 Länder. Nicht, dass das relevant wäre. Und discarden eine und dann ist gut Game. Okay. Dann hast du die zweite Runde. Dann habe ich alle Talias in diesem Spiel gesehen. So. Eine war noch in der Hand und zwei sind noch mit Kokos nach unten gegangen. Ich habe kein Lotusfeld gezogen. Soll man zwar nicht machen, ne? Aber. Ich habe keine Hand mit Lotusfeld gehabt, keine mit Seven Scrying. Nicht eine. Alle Hände nicht. Ja, dann ein Sieg für mich, damit 2-1. Oh, mir hat Spaß gemacht. Die ja, mir auch. War gut. Euch hoffentlich auch. Dann bis gleich in der nächsten Runde. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Willkommen zurück zu Runde 2. Miriam und ich sind jetzt für euch live dabei und dürfen euch das nächste, ja, Match präsentieren. Ja! Ja! Regenhinus! Ja! Würfeln wir aus und wer anfängt? Bitte. Haben wir noch gar nicht, ne? Nee, das haben ist wir gar noch nicht. Wir haben nur gemischt und abgehoben. Hoch, tief? Hoch? Nee. Ich frag dich. Ja, hoch. Boah, 11 musst du halt erstmal toppen. Wenn er jetzt 2-6 Das kann ich bestimmt nicht. Ja, ich kann dann, würde ich halt gerne anfangen. Gerne. Also was heißt gerne? Vielleicht auch nicht gerne, aber. Dann würde ich einmal den Timer starten. Das darfst du gerne machen. Start. Ich brauche Würfel. Klar. Oh. Was heißt oh? Oh. Okay. Was kann das bedeuten? 3, 4, 5, 6, 7. Was kann das bedeuten? Ich hoffe, das wirst du gleich sehen oder alle anderen auch. Ja, ich befürchte es auch. Also, dass ich es abbekommen werde. Oh mein Gott. Andererseits hat das gerade auch funktioniert. Ich werde es also halten. Ich werde es auch halten. Ja? Ja. Okay, dann fange ich an. Jawohl. Mit einer verschleierten Ebene. Ja. Und du darfst. Interessant. Interessant. Ein Aufzuchttümpel getappt ist ein Land, Wald, Insel. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich 2 Lebenspunkte bezahlen. Wenn ich das nicht tue, kommt er getappt ins Spiel. Ich werde keine 2 Leben zahlen. Nicht? Nee. Ist sehr attraktiv, habe ich gehört. Ja, aber nee. Ich möchte. Ich ziehe. Ja. Oh, den habe ich heute auch noch nicht auf der Hand gehabt. Das ist aber jetzt halt sehr ungünstig, weil da geht nichts mehr. Dann bist du. Oh. Ja. Oh. Es funktioniert anscheinend nicht jedes Mal. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Okay. Da ist das so. Gut. Gut. Ja, für dich ist das gut, ja. Yavimaya-Küste. Land. Kann ich tappen für ein farbloses Mana oder tappen, um ein grünes oder ein blaues Mana zu machen? Macht mir dann aber einen Schaden. Für 2 bringe ich einmal die Bohnenranke empor ins Spiel. Ist eine Verzauberung, wenn die Bohnenranke empor ins Spiel kommt und immer wenn du einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirkst, zieh eine Karte. Ja. Kommt ins Spiel, zieh eine Karte. Bitte. Ju. Ja. Ja. Das zweites Land. 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 Wir brauchen Länder, habe ich gehört. Immer. Für 2 möchte ich mal die entschlossene Verstärkung spielen. Die kommt mit einer 1-1 Soldaten rein. Ja. Ja. Du bist. Dann enttappen wir mal 10 eine Karte. Dann bringe ich einmal für 2 Mana
den Dornstrauch Vertrauten ins Spiel. Waschbär. Kreatur, Elementarwesen, Waschbär 2/2. Kann ich tappen für ein grünes Mana. Und für eins und ein grünes kann ich ihn tappen, eine Karte abwerfen, dann kommt er auf die Hand zurück. Hat auch ein Abenteuer, kostet 5 und doppelgrün. Hexerei. Der sagt, du milzt 7 Karten. Bringe dann davon eine Kreaturen-, Verzauberungs- oder Länderkarte ins Spiel. Dann würde ich gerne einmal einen Aufzugtümpel getappt ins Spiel bringen und bitte. Okay. Tschakka, tschakka. Yay. Yes. Wow. Toll. Gut. Oh, cool. Okay, müssen wir halt irgendwie mitarbeiten. Für 2 würde ich gerne Talias Leutnant spielen. Ja. Das heißt, meine Kleinen kriegen Magen. Mhm. Beide 2/2? Ja. Ja, immer wenn er ins Spiel kommt, kriegen alle anderen Menschen eine Marke. Und wenn ein Mensch unter meine Kontrolle ins Spiel kommt, kriegt er eine Marke. Jo. So, ja. Die sind beide 2/2, dann würde ich gerne angreifen. Ich werde nicht blocken. Habe ich mir fast gedacht, weil du den Waschbär wahrscheinlich behandeln willst. Waschbär. Dann darfst du, dann darfst du 4 nehmen. 4 Schaden. Dann bist du. Alles klar. Dann enttappen wir mal. Dann bringe ich einmal eine Yavimaya-Küste ins Spiel. Oh, hast du nur die Balländer? Ja. Mach dir nichts aus, ich habe nur verschneite. Ich tappe 5 Mana. Frech. Und würde einmal die Karte ans Licht bringen, spielen. Oh. Erstmal komme ich hier einen Trigger drauf, ich würde eine Karte ziehen. Ja. Ans Licht bringen. Hexerei. Hat Konvergenz, sagt, durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturen-, Spontanzauber- oder Hexereikarte mit umgewandelten Mana-Kosten, kleiner oder gleich der Anzahl an unterschiedlichen Farben von Mana, 2, das ausgegeben wurde, um ans Licht bringen zu wirken. Schicke die Karte ins Exil und mische danach deine Bibliothek. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Frech. Warte, du darfst sie durchsuchen. Ja. Dann erstmal Trigger. Ja. Ich will eine Karte ziehen. Ja. Dann passiert das. Frech. Ich durchsuche meine Bibliothek nach einem... Counter. In weiß. Sie will mich machen. Woher weißt du das? Ist das auffällig? Würde einmal den Dornstrauch-Vertrauten ins Exil schicken. Der Arme. Oh, ja. Er darf nicht mitspielen. Er ist ganz alleine im Exil. So, dann mische ich meine Bibliothek. Warte mal, wenn er ins Exil ist, ist das dann automatisch im Abenteuer, oder? Nein. Okay. Ich darf die Karte dann jetzt gleich wirken, ohne Mana zu bezahlen. Ah, dann möchtest du wahrscheinlich aber die Hexerei. Ich möchte das Abenteuer einmal wirken. Ja, habe ich mir gedacht. Für 7 Mana umsonst? Für 7 Mana umsonst. Dann kann man geht der... ins Abenteuer. Trigger, ich würde eine Karte ziehen. Ja. Dann, ich mille 7 Karten, bringe davon eine Kreaturen-, Verzauberungs- oder Länderkarte ins Spiel. Hoffentlich sind es nur Länder. 1. Land. 2. Scheiße. 3. Sag mal nicht. 4. Ah. 5. Mm. 6. Ah. 7. Mm. Okay. Ich würde einmal Allwissenheit nehmen. Das ist eigentlich eine Hexerei, die habe ich nur noch gedreht gehabt. Ich würde Allwissenheit ins Spiel bringen. Allwissenheit ist eine Verzauberung, die sagt, du kannst Zaubersprüche aus deiner Hand wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Jetzt hätte ich gerne einen Counter. Ja, glaube ich. Glaube ich. Warte, du kannst jetzt die ganze Zeit umsonst spielen. Ich Darf ich dann deine Länder nehmen? Benutze ich dann nur für die Farblosen, also für das Beliebige. Achso. Also, natürlich, also ich kann ja nicht sagen, dass das Ebenen sind. Es sind Inselebenenwälder. Dann würde ich gerne einmal ein Haifun wirken. Ja! Umsonst. Trigger. Ich ziehe eine Karte. Ein Haifun, das ist eine Verzauberung und sagt, immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen XX-blauen Hai-Kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit, wobei X gleich den umgewandelten Mana-Kosten jenes Zauberspruchs ist. 6. Oder zählt der jetzt noch nicht dazu? Der zählt sich selber noch nicht dazu. Okay, gut. Der muss halt erst liegen. Ach Gott. Dann würde ich gerne einmal eine Wachstumsspirale spielen. Spontanzauber, ziehe eine Karte. Du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Trigger. Ich erzeuge einmal einen Hai.
Eine. Zwei großen Hai. Dann würde ich eine Karte ziehen und eine Länderkarte aus meiner Hand ins Spiel bringen. Hast du die Mana-Kosten dafür nicht bezahlt? Scherz. Was? Der cheatet! Er cheatet! Er hat einfach ein Land gespielt! Dann wirke ich einmal Wachstumsspirale. Das dauert ein bisschen länger. Mach mir noch einen zweiten Hai. Ziehe eine Karte und bringe ein Land ins Spiel. Die Höhlen habe ich tatsächlich, glaube ich, hier beim. Die habe ich beim Trainer gekauft. Du darfst weitermachen. Eine Wie viel hast du jetzt? Alle auf der Hand? Eine Wachstumsspirale. Oh, ich ziehe eine Karte. Super. Ich bringe ein Land ins Spiel. Dann du darfst ich, zusätzliche Länder spielen? Das sagt, du kannst ein. Ach ja. Land ich habe schon wieder Hand vergessen. Das sind zu viele. Hast dann, du nicht mal genügend Token für deine Haie oder was? Nein, warst du gar nicht gewohnt, dass du so viele Haie spielen darfst oder was? Dann würde ich gerne einmal dem Wind überlassen. Ja, ja was ist macht ein Spontanzauber. Ja. Schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Solange jene Karte im Exil ist, kann ihr Besitzer sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ich rate nur. Achso, Nee. Schade. Trigger darauf, ich kriege einen 3-3 Hai. Ich würde ihn ins Exil schicken. Oh. Dann würde ich gerne einmal das Abenteuer wirken. Wird das jetzt so eine Endlos-Kombo? Trigger, ziehe eine Karte und kriege einen 7-7er Hai. Ja, das ist eine längere Kombo. Du wolltest es gerade sagen, Endlos. Nein, ist keine Endlos-Kombo. Oh, dann bringe ich mal 7 ins... Das, Nichts gegen Blauspieler, aber ich spiele dann ungern gegen Blau. Dann bringe ich einmal die Bodenranke empor ins Spiel. Placechu! No! Ziehe eine Karte dadurch. Dann würde ich gerne einmal eine Allwissenheit ins Spiel bringen. Ich mache mir einen 10. Ja, genau, trink du was? Allwissenheit nur für Spells aus der Hand. Ja, nur für Spells aus der Hand. Ja. Spells aus der Hand, ja. Ach, autokorrekt. 10. Trigger, ich ziehe 2 Karten. Eine Allwissenheit. Ich mache mir noch einen 10-10er. Hi. Aber, warte mal. Bitte? Ach, nichts. Ziehe ich blicke halt nur nicht mehr durch. Dann bringe ich einen Rumpfbrecher-Schrecken ins Spiel. Ja. Eine Kreatur, Krake, Schrecken 7-8 mit Aufblitzen. Und dieser Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Und er sagt, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, bestimme bis zu eines, bringe einen Zauberspruch deiner Wahl, den du nicht kontrollierst, auf die Hand deines Besitzers zurück. Oder bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Trigger, ich ziehe 2 Karten. Dann kommt ein Haifun ins Spiel. 1, 2, 3, 4 Trigger. Ich mache mir erstmal einen Hai, der ist 6 groß. Bringe einmal eine Karte auf die Hand zurück. Würde den auf die Hand zurückbringen, nee. Würde 2 Karten ziehen. Milst du dich jetzt bitte tot? Dann würde ich gerne einmal eine Allwissenheit casten. Ich mache mir nochmal wieder 2 Haie, die jeweils 10 groß sind. Ach, gut, dass das noch ein Zug sind. Ja, ich mache mal hier 10er Hai, das ist jetzt der 4. 10er Hai. Hast du nicht wenigstens Hüllen oder so, die da drunter legen kannst? Ja, bringe dann diese Allwissenheit auf die Hand zurück, ziehe 2 Karten, dann mache ich das einfach nochmal. Ich erhöhe jetzt einfach nur, ziehe, bringe den auf die Hand zurück, caste den, bringe den auf die Hand zurück, ziehe 2 Karten noch, bringe nochmal Haie ins Spiel. Dann machen wir das einfach nochmal, ich ziehe 2 Karten, bringe ein Dingens auf die Hand zurück. Und noch mehr Haie. Dann caste ich das, bringe den auf die Hand zurück, ziehe 2 Karten, mach mir Haie. Caste den, bring den auf die Hand zurück, ziehe 2 Karten.
caste den, bring den auf die Hand zurück, zieh zwei Karten, mach mir noch mehr Haie. Ich habe noch drei Karten. Du kannst ruhig noch weiterziehen, wenn du willst. Dann spiele ich einmal einen Jace, der Herrscher der Mysterien. Counter. Bring den auf die Hand zurück. Nee. Mach ein paar Haie. Ja, Moment. Ist ein legendärer Planeswalker, der sagt, falls du eine Karte ziehen würdest, während deine Bibliothek keine Karten enthält, gewinnst du stattdessen die Partie. Ach, deshalb ist er da drin. Kommt mit 4 Loyalität ins Spiel, plus 1. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 2 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof, ziehe eine Karte. Und minus 8, ziehe 7 Karten, falls dann deine Bibliothek keine Karten enthält, gewinnst du die Partie. Okay, ich hoffe, du kriegst die nächste Partie richtig eins auf die Nase. Bring den auf die Hand zurück. Dann caste ich das, bring den auf die Hand zurück, ziehe 2 Karten. Mache 7 Haie. Mache Haie und dann mache ich seine plus. Ein Spieler deiner Wahl legt die obersten 2 Karten seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Mache ich selber. Ja. Ziehe eine Karte. Oh, ich habe keine Karte mehr im. Das heißt, ich habe 2 Züge gehabt und ich bin jetzt halt. Habe jetzt verloren. Und ich habe gewonnen. Okay. Einfach aus Prinzip. Ja. Gut. Ja, cool, zack, ja. Nee, finde ich nicht gut. Ich hoffe, dass die nächste Runde für dich richtig mies läuft. Ja, ich muss halt eine passende Hand dafür haben. Ja. Ja. Wenn ich eine passende Hand habe, müsste ich keine Haie machen. Dann müsste ich keine Haie machen. Das hat ja Spaß gemacht. Ja, fand ich auch voll cool. Also, das war richtig witzig. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Deck spielen kann. Also ich habe sie halt auch schon. Nein, nicht nur dir. Nein, ja. Auch dem Void, ja, haben wir schon so mal. Ja. Dem Mivo habe ich das auch schon mal erzählt. Das Deck ist gut. Punkt, 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 bitte. Du hast noch nicht mal genügend Token für deine blöden Haie. Ich habe einen Token. Leute, spendet dem JD bitte noch ein paar Heile. Oh, Heile. Ein paar Heile. Heile, Haie, bitte. Heile, Haie. Das Lotus Field, das ist ja fast so toll wie Lotus Field. Ja. Ist so wie Lotus Field, nur mit Hallen. Ja. Für meine was mein so toll, was hier passiert, ja. Haie und Karten ziehen. JD hat zum ersten Mal sein Deck vernünftig spielen können. Yay. Das war los. Sonst hat er halt. Das hat sonst nicht so. Warum hat er denn aus? Warum hast du ausgerechnet jetzt so viel Glück, dass das funktioniert? Immer wenn ich on stream bin, kriege ich jetzt auf die Nase. Nein, das glaube ich dir nicht. Willst du jetzt auch Sideborn? Nur wenn du die iPhones da rausnimmst. Und den Jace. Nein, ich brauche den Jace. Die hat dir das auch gebrochen. Ich brauche den Jace. Ja, kein Wunder. Möchtest du abheben? Ich baue da eine Karte. Warte kurz. Hast du noch einen iPhone? Wie viele Haifuns hast du da drin? Ratte. 4. Ja. Also wie viele hattest du gerade liegen? 2. Allwissenheit hattest du 4. 3 waren. 3 Allwissenheit. Das waren so viele Karten. Ich habe eigentlich nur Würfel und Karten gesehen. Und habe halt gedacht, so, okay, gut, ich habe 3 Soldaten da liegen. Nice. Ja. Entschuldigung. Kriegst du starke Yu-Gi-Oh! Vibes? Glaube ich sofort. Ich mache dies noch, das noch 100 Jahre später. Ja. Aber ich habe mich für meine 100 Jahre gut gehalten. Also. Ich habe sogar noch richtig Farbe im Gesicht. Boah, mir ist richtig warm. Ja. Du wolltest nicht abheben, ja? Ich pack das Deck mal auf die linke Seite, vielleicht bringt das was. Okay. Ja. Nein. Okay. Gerade eben hat es mir auch nichts gebracht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe einfach nur, dass 7. du blöd gemischt hast oder so. Das könnte passieren. Och nein. Andererseits, wenn das jetzt gleich wieder so abgeht wie gerade eben, dann ist in Ordnung. Ich werde es halten. Ich darf anfangen? Ja. Verschneite Ebene und dann würde ich Warden of the Inner Sky spielen. Solange er 3 oder mehr Counter hat, hat er Fliegen und Wachsamkeit. Mhm. Und ich kann für 3 ungetappte Artefakte oder Kreaturen, die ich kontrolliere, tappen, um eine 1+1 Marke drauf zu packen und dann kann ich Scry 1, also Hellsicht 1 und muss das dann wie eine Hexerei aktivieren. Jo. Ich habe was gemacht. Ja, sehr schön. Du darfst. Ich mache auch was. Wow. Botanisches Refugium. Es ist ein anderes Land. Du hättest wenigstens getappt spielen können. Das kommt immer ungetappt rein. Ja, habe ich mir fast gedacht, dass sonst hättest du 2 bezahlen dürfen. So.
Zweites Land. Yay. 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 Dann werde ich... Ich glaube... Ja, da du anscheinend auf deine Haie spielst, kann ich auch meine entschlossene Vorhut wieder reinpacken. Ja. Weil dann habe ich schon mal 3 Kreaturen. Warum nicht? Ja. Es sind 1/1er. Es ist der zweite Zug, das heißt, ich greife einfach für 1 an. Ja, ich gehe auf 19. Ja, du darfst. Ende des Zuges. Nein. Option. Achso, okay. Spontanzauber hält sich 1 und ziehe eine Karte. Das ist in Ordnung, das erlaube ich. Hält sich 1. Geht runter. Ziehe eine Karte. Dann mein Zug. Ich muss den Waschbären loswerden. Was sagt ihr, Leute? Counter-Anweis? Botanisches Refugium. Dann für 2 Mana. Was los? Wachstumsspirale. Ah. Ziehe eine Karte und dann kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Okay. Ziehe. Und bring ein Aufzugtümpel getappt. Ja! Bitte. Tapp, Land. Woo! Okay. Irgendwie haut mich das jetzt noch nicht so um. Aber okay. Für 1. Ja. Spiele ich Boros Elite. Die hat Bataillon und immer wenn Boros Elite mit 2 oder mehr Kreaturen angreift, kriegt die +2/+2 bis zum Ende des Zuges. So ja. Wollte ich sagen. Dann greife ich an. Jo. Solange ich es kann. Das sind 3. 1, 2, 3. Jo. Dann du darfst auch gerne 6 nehmen, wenn du möchtest. Ich mache mir halt selber Schaden. Lightning Bolt in mein Gesicht. Ja. Der war gut. Dann darfst du. Mir fehlt das Rot dafür. Oh, kriegst du auch so bitte. Hast du nicht noch ein paar Kärtchen, die dir sagen, du darfst irgendwas spielen? Du darfst auch ohne Mana-Kosten zu bezahlen, könntest du rein theoretisch Lightning Bolt spielen, oder? Ja, das würde gehen. Leute, nächste Idee. Für 3. Kein Waschbär. Streben nach Sinn. Ich ziehe 3 Karten und werfe dann 2 Karten ab, bis dann ich werfe eine Verzauberungskarte ab. Eins. Ja, genau. Schieb dein Land unter die Länder. Er scheint nicht zufrieden zu sein. Du wolltest ein Waschbären ziehen, ja? Ja, was. Cool aus. Ist das, ja. Rechts. Boah, das ist schwierig. Oh, ne Mitte. Mitte. Ich werfe die Bohnenrankempor ab. Er hat also noch eine. Bitte. Oh. Boah, ich habe meinen dritten Zug. Ja. Yeah. Nice. Oh. Ich habe ein drittes Land. Nice. Geil. Cool. Warum zum Henker spiele ich denn jetzt die Karten, die ich nicht... Also eigentlich habe ich die Karten auf der Hand, die ich an Kombi mit anderen spielen wollen würde. Ich bringe noch eine Boros Elite rein. Ja. Dann möchte ich gerne angreifen. Jo. Boros Elite ist dann jetzt 3/3. Mhm. Und dann kommen da noch 3 hinterher. Ja, 6. Dann nehme ich 6. Ja, diesmal haben wir 6. Geh auf 10. Wow, okay. Verdächtig. Okay. Tu noch. Ich habe halt nichts um dagegen zu werfen. Oh, Entschuldigung, gerade eben ist so viel passiert. Insel. Oh, Insel. Oh. Ans Licht bringen. Ja, okay. Dann hole ich mir mal... Das war, muss ja, warte, was waren das? Hexereien? Hexereien. Und Kreaturen. Ja. Umgewandelte Mana-Kosten. Ja, ja, da ist er wieder, der Waschbär. Waschbäro. Waschberei. Der kommt auf die Hand? Bitte? Der kommt auf die Hand? Der geht ins Exil und ich kann ihn aus dem Exil wirken, ja, ohne Mana aber zu bezahlen. Aber das kannst du jetzt sofort machen. Ich kann das jetzt sofort machen. Geht's jetzt wieder in die Endlos? Dann möchte ich gerne einmal das Abenteuer wirken. Dann darfst du. Oh mein, warte, was 7 macht, Millen? Ja, 7 Millen. Und dann davon eine Kreaturen-, Länder- oder Verzauberungskarte ins Spiel bringen. Ach nein! Ach Mann! Oh. Oh ja, das Land. Nimm das Land. Egal welches Land. Allwissenheit. Ach, es geht wieder los. So, jetzt darf ich wieder. Das kennen wir schon. Ja, irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Streben nach Sinn.
Ich ziehe drei Karten und werfe dann zwei ab, es sei denn, ich werfe eine Verzauberungskarte. Warte mal, die ab. Darfst du dann ja. Ach, die da hast du ja jetzt gerade gezogen. Ja. Darfst spielen, ja. Okay. Insel und Wald. Oh, tu mir einen Gefallen und mach jetzt nicht wieder so lang. Ach, du musst dich ja millen, ne? Scheiße. Kannst du auch aus dem Friedhof spielen? Für. Boah, ist jetzt gruselig. Ich würde einmal gerne die Wiederherstellung von Balaguette wirken. Okay. Eine Hexerei. Ich bringe eine Karte aus meinem Friedhof auf meine Hand zurück. Mhm. Jetzt ist die Frage. Ich nehme die Bohnenranke empor. Dann würde ich gerne einmal die Bohnenranke empor wirken. Ich ziehe eine Karte. Dann kaste ich. Die kommt ins Spiel oder auf die Hand? Der kommt auf die Hand und dann kann ich ihn außer Hand ja gratis spielen. Genau, ja. Dann kommt der Haifun. Ja. Trigger, ich würde eine Karte ziehen. Ja. Dann eine Wachstumsspirale. Ich mache mir einen 2-2er. Hai. So, 2-2. Ziehe eine Karte und bringe dann ein Land ins Spiel. Eine Yavimaya-Küste. Dann würde ich gerne einmal ans Licht bringen spielen. Sag mir einfach Bescheid, wenn du fertig bist. Trigger, ich würde eine Karte ziehen und ich würde einen 5-5er-Hai machen. Einen 5-5er-Hai. So, und jetzt kann ich mir eine Kreatur spontan zu der Hexerei-Karte mit ungewandelten Mana-Kosten gleich der Anzahl an Mana ausgeben. Ich habe 0 verschiedene Mana-Symbole ausgegeben. Das heißt, ich kann suchen für eine mit 0. Habe ich nicht. Das heißt, du kannst jetzt gar nichts damit machen? Richtig. Ich habe das nur gemacht, um eine Karte zu ziehen. Ja, ich habe mich jetzt einfach nur darauf eingestellt, dass jetzt wieder so eine Endlos-Kombo kommt. Allwissen. Ich ziehe eine Karte, ich bringe einen 10-10er-Hai ins Spiel. Die Katze. Was? Jace, ich bringe einen 4-4er-Hai ins Spiel. Dann Jace ist auf 4 Loyalität. Ich gehe mit dem Plus, dann mille ich 2. Ach Gott, noch ein Waschbär, nice. Ja, der geht in den Friedhof einfach nur. Ach, der geht und nur in den Friedhof. Eine Karte. Ja. Oh. Dann caste ich die Bohnenranke empor. Trigger, ich ziehe eine Karte und ich kriege einen 2-2er-Hai. Streben nach Sinn. Ich ziehe 3 Karten, werfe dann 2 Karten ab, sondern ich werfe eine Verzauberungskarte ab. Trigger, ich kriege einen 3-3er-Hai. Ziehe 3. Und discard die beiden. Die Bohnenranke empor. Natürlich. Ich ziehe eine Karte, ich mache mal einen 2-2er-Hai. Dann kommt einmal der Rumpfbrecher-Schrecken rein. Eine Kreatur, Krake, Schrecken, 7-8, aufblitzen. Der Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, bestimme bis zu 1, bringe einen Zauberspruch deiner Wahl, den du nicht kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Oder bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück. Trigger, ich ziehe 3 Karten. Kein Hai, weil das ist eine Kreatur. Ach. Dann ist die Karte aber schlecht, oder? Dann die Bohnenranke empor. Ich würde eine Karte ziehen. Ich mache einen 2-2er Hai und ich bringe einmal die Allwissenheit auf die Hand zurück. Dann würde ich einmal Allwissenheit casten, 4 Karten ziehen. Einen. Das ist ein Würfelspiel. Das ist ein Würfelspiel. Ein 10-10er Hai. Und würde den hier auf die Hand zurückbringen. Dann caste ich den, ziehe mal 4 Karten. Das ist eins zu der Spiele, das würde ich mir auf YouTube nicht nochmal ansehen. Leute. Nein. Es tut mir leid. Mache einen zweiten davon. Bringe den auf die Hand zurück. Caste den, ziehe 4. Ach, der Jace liegt ja schon. Ah. Hast du den mehrmals drin oder nur einmal? Nur einmal. Okay. Bringe das hier auf die Hand zurück. Caste ich das, ziehe 4 Karten. Und dann discardest du erstmal. Mach mir noch einen Hai, bring den auf die Hand zurück. Caste das, trigger, zieh eine Karte. Oh, ich habe keine Karten mehr, ich habe gewonnen. Nice. Nein, ich bin morgen nicht da.
Nein, aber ich bin auch nicht da. Aber falls ihr morgen da seid und der Heilfritze hier sollte auch morgen da sein, dann bitte ich die Heilung mit. Ja, bitte. Almosen für die Armen. Ja, ich habe gewonnen. Wow. Darf ich gucken, was ich als nächstes gezogen hätte? Ja, darfst du. Ein Land. Schön. Nice. Ich das war meine Hand. Ja, ach, wirklich? Da liegt nichts mehr. Da liegt nichts mehr, ja. Oh Gott. Wir haben es, ich habe es geschafft, Leute. Du hast es geschafft, ihr habt es auch geschafft. Ihr müsst euch da nicht weiter reinziehen. Ja, das war nicht notwendig. Nö. Ich hatte nur Brave the Elements noch auf der Hand. Ja. Und den Warden. Oh. Und noch ein Brave the Elements. Oh, wow. Ja, okay. Gut, das bringt da nicht so viel. Ja. Ah, schade. Na gut. Dann war's das jetzt. Ja. Dann hoffen wir mal, es hat euch keinen Spaß gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht. Das haben wir schon gelesen. Das hast du eigentlich auch gelesen. Ja, das weiß ich. Ja. Ja. Du hast nur so viele Würfel. Nur. Du hast so viele Würfel bei, damit du deine Tokens anzeigen kannst, oder was? Ey. Ja, das sind auch Mann. Meine Würfel. Demnächst kommen die Leute zum Trader, um einfach nur Almosen für den Heiltoken. Für die Heiltoken zu geben. Oh. Jeder kommt vorbei, bringt einen Heiltoken mit. Oh, das wäre so genial. Ja. Ich werde einfach mit Heiltoken abgeworfen. Ja. Hier hast du deine Haie. Anscheinend brauchst du die ja auch. Okay. Ja, dann, hoffe ich mal, habt ihr in der nächsten Runde mehr Spaß. Ich hoffe, ich habe in der nächsten Runde auch mehr Spaß. Und dann, man sieht sich. Ja, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, willkommen zurück. Wiederholungstat. Vielleicht oder auch nicht. Wir werden es sehen. Diesmal gegen Michael, der ja schon in Runde 1 euch begnügen durfte. Ich durfte euch gerade in Runde 2 foltern. Foltern. Genau. Wir haben schon gemischt. Und ja. Das ist eine 5. Hm, nicht so hoch. Das ist eine 4. Nicht so hoch. Nein, es war ein Pasch. Ja, wir haben nicht gemeiert. No. So, Pech gehabt. Okay. Ja, wir kennen einander, wir kennen unsere Decks, wir hassen uns dafür auch so ein bisschen. Ja. Sind aber ansonsten Freunde. Ich hasse sein Deck, er hasst mein Deck. Hey! Ja, so. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir diese 7 hassen. Ansonsten, immer noch Pionier, dritte Runde. Jo. Von 4 heute, glaube ich. Ja, ich glaube 3. Unter 3? Ja, wir werden es sehen. Werden Sie halten, Herr Krämer? Ja, klar. Gut, bitte. Dann sage ich, Cavern of Souls, ich muss einen Kreaturtyp bestimmen. Menschen. Wie unerwartet. Ja, das mache ich auch den ganzen Abend nur. Immer Menschen, Menschen, Menschen. Egal ob das, egal ob Secluded Courtyard, egal ob Unclaimed Territory. Back to mention that he calls Menschen. Ach Gott. Ja, immer noch, es tapft für ein farbloses oder ein Mana einer beliebigen Farbe. Dann kann ich es aber nur für Kreaturenzauber dieses Typs ausgeben. Und Spells, die damit bezahlt wurden, können nicht gecountert werden. Dann darf ich abgeben. Dann ziehe ich. Ich spiele einmal eine Yavimaya-Küste. Ein Land kann ich tappen für ein farbloses oder kann ich tappen für ein grünes oder ein blaues. Dann würde ich aber einen Schaden bekommen. Bitte. Dann ziehe ich. Ja. Immer noch Humans. Werewolf Pack Leader. Ja. 3-3. Wenn ich mit ihm um mindestens 6 Power angreife, ziehe ich eine Karte. Und für 3 und ein grünes wird er zu einem 5-3 Trampel, der kein Mensch ist. Jo. Until end of turn. Dann ziehe ich. Insel. Dann würde ich gerne mal für 2 Mana. Ich mache mir ein grünes. Aua. Spiele einmal den Dornstrauch Vertrauten. Überraschend. Kreatur, Elementarwesen, Waschbär. 2-2 kann ich tappen für ein grünes Mana. Oder für 1 und ein grünes kann ich tappen, eine Karte abwerfen. Dann bringe ich ihn auf die Hand zurück. Hat ansonsten noch ein Abenteuer für 5 und Doppelgrün, eine Hexerei, sagt, du millst 7 Karten, bringe dann davon eine Kreaturen-, Verzauberungs- oder Länderkarte ins Spiel. Bitte. Dann enttappen wir mal. Gucken, ob wir was Besseres ziehen. Das ist in der Tat besser.
Unclaimed Territory, Reflector Mage, ihn zurück zur Hand. Du darfst Zaubersprüche mit dem Namen bis zu meinem nächsten Zug nicht casten. Jo. Gegen Combat für 3. Ja. Gehe ich wohl auf 16. Dann darfst du. Dann tappen wir mal. Ziehen eine Karte. Das ist nicht gut. Ich fand den Reflector Mage schon gut. Ja, ich mache mal ein blaues Mana unten. Aua, grünes Mana für eine Wachstumsspirale. Ja. Ich ziehe eine Karte und dann kann ich eine Länderkarte aus meiner Hand ins Spiel bringen. In der Insel ins Spiel. Mhm. Bitte. Dann enttappe ich. Ich ziehe eine Karte. Ja, das Mana hätte Spiel eine Ebene brauchen können. Spiel eine Talia, Guardian von Fraben. Klar. Spiel eine Coppercoat Vanguard. Ja. Talia sagt, Erstschlag, Nicht-Kreaturenzauber kosten 1 mehr zum Casten. Und Coppercoat Vanguard, jeder andere Mensch erhält +1/+0 und Abwehr 1. Mhm. Geh ich in Combat. Ja, ne, die Decklisten werden nirgendwo hochgeladen. Mein Deck kann man aber, wenn man so ein bisschen hier zugeguckt hat, schon so ein paar Mal gesehen hat, sich zusammenreimen. Bis auf, dass ich heute ein paar Karten reingepackt habe, weil ich mir gedacht habe, ist witzig. Dann greifen die beiden an für zusammen 7 und ich würde gerne eine Karte ziehen. Ja, zieh mal eine Karte. Dann gehe ich wohl runter auf 8. Dann darfst du mir zeigen, was du noch tun kannst. I hate this. Fandst du auch nicht nett, oder? Ich schieb zusammen. Ja. Ohne den Reflector Mage fand ich so ein bisschen, naja, ob es gut genug ist. Aber ich habe ihn dann ja nachgezogen. Und ich hatte auch nur 2 Länder in der Starthand, aber lief ja. Dann gucken wir mal, was wir dafür rausnehmen. Ich muss für 7 Karten Platz machen. Du hast eine Idee? Nein. Nachvollziehbar. Eigentlich nicht. Aber ich tue so, als ob. Kann man mal machen. Ich glaube, die 7 dürfen es dann einmal sein. Nee, ich muss mein Board nochmal überdenken. Okay, mach das. Ist gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Noch hast du Zeit. Hattest du einen Timer gestellt? Den habe ich da hingelegt und dann erfolgreich vergessen, ihn zu starten. Ja, wir haben ich glaube, das ging noch gar nicht so lang. Ja. Vielleicht 10 Minuten? Ja, machen wir 11.
Ihr habt bestimmt eure Timer gestellt, oder? Im Stream? Intern. Intern. So. No. Bitte sehr. Ich stelle schon mal eben kurz auf. 20 wieder. Dann legen wir einmal einen Würfel dahin für den Sieger. Timer. Ja, wir haben pro Best of 3 50 Minuten Zeit. Wir jetzt im Stream 5 Minuten mehr, weil wir die Karten noch vorlesen sollen. Das muss man ja im Normalen nicht. Normalerweise geht es ja nur darum, dass die Spieler verstehen, was passiert, aber genau, damit man will ja ihr auch versteht, was passiert. Entertainment. Genau, Entertainment. Oder so. Deswegen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, kommt man dann in die sogenannten Extra Turns, also in die Extra-Züge. Man muss nicht alles auf Englisch ausdrücken. Man muss nicht, man kann es aber. Aber man muss auch nicht alles auf Deutsch ausdrücken. Das die Karte, dessen Namen du in dem Deck nicht magst auf Deutsch, ist die Bohnenranke Empor. Oh Gott. Der deutsche Name ist halt irgendwie... Ja. Er ist... Vorhanden. Er ist schon passend, ja. Aber trotzdem hört es sich merkwürdig an. Ich wollte nämlich gerade was reinboarden und habe dann gemerkt, Moment, das ist gar nicht so gut gegen dich. Weil du Sachen blöd und bescheuert machst. Ich würde niemals Sachen blöd und bescheuert machen. Nie. Dann ist ja gut, dann gucken wir mal, ob diese 7 blöd und bescheuert sind. Diese 7 sind auf jeden Fall nicht blöd und gescheuert. Blöd und gescheuert, ja, blöd und bescheuert genug. Ich versuch's. Oh, nee. Das finde ich jetzt nicht so toll. Ach, man zieht sich rein. Bestimmt. Oder auch nicht. Manchmal zieht man sich rein, manchmal zieht der Gegner sich rein. Also mal gewinnt, nee, mal verliert man, mal gewinnen die anderen, oder wie heißt das so schön? Jo. Ja. Hast du dich entschieden? Nee, nicht wirklich. Okay, gut. 5, 7. Das ist ja schlimm. Boah. Das kannst du doch niemandem verkaufen, sowas. Versuch's. Und ich bin auch noch on the play. Dann kommt der zweite Mulligan. Uff. Ja, die Hand ist so nicht spielbar. Ja, du brauchst nur die Kombination von 2 Karten und ein paar Länder. Ja, aber wenn man halt 0 dieser Karten hat auf der Hand, ja, dann ist es doof. Keine Sorge, ideal ist meine Hand auch nicht. Es reicht schon, wenn eine Talia drin ist. Ah. Ja, mir ist aufgefallen, wenn ich deinen Raccoon zu einem Treasure mache und ihn ins Exil schickst, um dann blödes Zeug zu machen, dann ist er kein Treasure mehr. Das ist wahr. War dann irgendwann doch nicht so sinnvoll. Hm. Show me what you got. Insel, bitte. Ja. Botanisches Sanktum, go.
Ja, wie Maya-Küste, bitte. Unbeanspruchtes Territorium, Menschen, Talia. Zum Verschwinden bringen. Spontan Zauber Todesopfer 1 und neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2. Dann ist das leider weg, dann bist du. Zum Glück ist das weg. Sowas braucht keiner. Walz. Die Bohnenranke empor. Mhm. Verzauberung, wenn die Bohnenranke empor ins Spiel kommt und immer wenn du einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 5 oder mehr wirkst, ziehe eine Karte. Ich ziehe eine Karte. Bitte. Enttappe ich, ziehe eine Karte. A secluded Courtyard, ja. Also versteckter Innenhof. Wenn er reinkommt, bestimme ich einen Kreaturtyp, Menschen. Mhm. Macht auch Mana einer beliebigen Farbe für Zauber dieses Typs. Kann aber auch Fähigkeiten bezahlen, dieses Typs. Blau, Rot, Weiß. Mantis Rider. Klar. Fliegend, wachsam, Eile, 3-3. Combat, ja. Für 3. Gehe ich wohl auf 17. Dann darfst du. Alles klar. Tappen, ziehe eine Karte. Botanisches Refugium kommt getappt ins Spiel, bitte. Natürlich, klar, 2. Ich hätte lieber ein Land gezogen. Für 6. Ich wurde auf 11. Dann zeig mir, was du kannst. Und tappen. Zieh eine Karte. Insel. 5. Bring to light. Ans ja. Licht bringen. Trigger, ich würde eine Karte ziehen. Ans Licht bringen. Hexerei. Mit Konvergenz. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Kreaturen-Spontanzauber- oder Hexereikarte mit umgewandelten Mana-Kosten kleiner oder gleich der Anzahl an unterschiedlichen Farben von Mana, das ausgegeben wurde, um ans Licht bringen zu wirken. Schicke die Karte ins Exil und mische danach deine Bibliothek. Du kannst die Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ist 2. 2 verschiedene Mana-Farben. Also kommt der Raccoon. Dann kommt und, der Raccoon. Aber du kannst dich dann entscheiden, das Adventure zu casten. Richtig. In diesem Moment wäre die Talia sehr schön. Die Talia wäre da in dem Moment sehr schön. Gut, dass ich einen Counter auf der Hand hatte. Hm, tja. Heißt, du machst das Adventure und dann kommt mehr Blödsinn. So, Moment. Da. Entscheiden Sie sich. Es ist halt wichtig, wer es da oben liegt. Gut, dann würde ich gerne das Abenteuer wirken. Trigger. Ja. Ich ziehe eine Karte. Dann geht er ins Abenteuer. Und ich würde jetzt 7 Karten millen und davon eine Kreaturen-, Verzauberungs- oder Länderkarte ins Spiel bringen. Also ein Haifun. Dann kommt wohl ein Haifun ins Spiel. Haifun, Verzauberung. Immer wenn du einen Lichtkreaturen-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen XX-blauen Hai-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit, wobei X gleich den umgewandelten Mana-Kosten jenes Zauberspruchs ist. Ja. Bitte. Aber dann liegt da immer noch nichts. Alter, was ziehe ich hier? Karten. Du würdest lachen, wenn du meine Hand siehst. Copper Cold Vanguard. Ich hab so eine doofe Vermutung, dass da 2 oder 3 Truppensammlungen auf der Hand sind. Ich sag's dir nachher, was da lag. Ja, okay. Ja. Andere Menschen haben +1/+0 und Abwehr 1. Combat für 8. Ja, gehe ich wohl runter auf 3. Show me what you got. Ja, I show you what I have. Zieh eine Karte. Das ist gar nicht so bad. Busseju. Ja. Legendäres Land kann ich tappen für ein grünes Mana oder für Blutzoll. 1 und ein grünes. Wirf Busseju den Fortdauernden ab. Zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder ein Nicht-Standardland deiner Wahl, das bzw. dir ein Gegner kontrolliert. Jener Spieler kann seine Bibliothek nach einer Länderkarte mit einem Standardland-Typ durchsuchen, sie ins Spiel bringen und danach mischen. Diese Fähigkeit kostet beim Aktivieren für jede legendäre Kreatur, die du kontrollierst, 1 weniger.
Dann für 2 würde ich gerne den Nornstrauch Vertrauten ins Spiel bringen. Dann würde ich gerne einmal für 3 Mana nochmal Blödsinn dem machen. Wind überlassen. Ist ein Spontanzauber. Der sagt, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Solange jene Karte im Exil ist, kann ihr Besitzer sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Trigger. Ich würde eine Hai machen. Ein Dreier-Hai. Dann wird er ins Exil gehen. Ich würde gerne das Abenteuer wirken aus dem Exil. Ja. Trigger. Und Trigger. Ich mache, ich würde erstmal eine Karte ziehen und würde einen 7er-Hai ins Spiel bringen. Dann mill ich 7 Karten. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bring mal einen. Ein Rumpfbrecher-Schrecken ins Spiel. Ist eine Kreatur, Krake-Schrecken 7-8 mit Aufblitzen. Der Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Und er sagt, immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, bestimme bis zu eines. Bringe einen Zauberspruch deiner Wahl, den du nicht kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück. Oder bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, das kein Land ist, auf die Hand seines Besitzers zurück. Der Sharknado ist real. Bitte. Untap. Draw. Mehr Coppercode. Ja, turn. Ich habe schon die Befürchtung gehabt, dass das das war. Moment. Wenn ich ein Land gezogen hätte, vielleicht. Ziehe. Ich warte gerade sehr, sehr dringend auf ein Land. Dann für 2 die Bohnenranke empor. Trigger, ja. Ich ziehe eine Karte und Trigger, ich mache ein High. Ja. Ziehe eine Karte. Und hier noch ein Trigger. Ich würde ein. Wir uns auf die Hand zurückbringen. Das kostet mich dann ein. Mana. Ich könnte was auf die Hand zurückbringen. Ich würde gerne den Coppercode auf die Hand zurückbringen. Ich bezahle ein Mana. Ja. Ich lege eine Insel. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Okay, ein Coppercode. Schon. Ja, okay. Zieh eine Karte. Die Bohnenranke empor. Ich mache noch einen Zweier Shark. Ich ziehe eine Karte und kann dann noch ein
uns auf die Hand zurückbringen. Ich würde den auf die Hand zurückbringen. Ward. Ich gehe in Combat und greife dich an mit einem 7er. Ja, nehme ich wohl 7. Bitte. Offensichtlich bist du nicht zufrieden. Du brauchst ein Land. Ja. Sag ich. Ja. Schon eine Zeit lang. Ja. Wie viel Mana hast du? 4. Aktuell. Also insgesamt 7. Ihn zurück zur Hand. Reflector Mage. Wenn er ins Spiel kommt, bringe bis zu eine Kreatur, die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand des Besitzers zurück. Der Besitzer dieser Kreatur kann bis zu deinem nächsten Zug keine Zaubersprüche mit dem gleichen Namen wie diese Kreatur casten. Sie haben ihn erfolgreich auf die Hand zurückgebracht. Turn. Ist das schwierig. Für mich nicht. Ich gehe in Combat, greife dich an mit einem 7-7er. Nehme ich 7. Botanisches Refugio. Untap, draw. Ich werde darauf nicht reagieren. Combat? Okay, dann möchte ich gerne einmal. Die haben jeweils eine 4 vorne, richtig? Ja. Dann möchte ich gerne einmal für 6, 7. X gleich 5 ein Haifun umwandeln. Mhm. Heißt, ich würde eine Karte ziehen und dann einen 5-5er Hai machen. Ja. 5-5er Hai. So, dann gehe ich in den Block. Der 3-3er Hai blockt ihn, der 5-5er Hai blockt ihn und die beiden blocken ihn. Ja, und dann ist Game. Okay. Wie wär's mit noch einem Coppercoat? Wie wär's mit noch einem Leutnant? Wie wär's mit noch einem Leutnant? Wie wär's mit noch einer Talia? Oder 3 Kokos? Oder 3 Kokos? Die ganze Zeit, oh, wenn ich nur 2 Spells spielen könnte. Oder eine Koko. Aha. Das wäre hart gewesen, ja. Kein Land. Kein Land. Ey, ein Land! Hey! Das war nix. Das war gar nix. Okay.
nee, falsche Seite. So. Hier war einmal 0. Ja. Okay. Wie viele Truppensammlungen kann man auf der Hand haben? Ja. Eine war in der Starthand. Und zwei hast du danach direkt nachgezogen? Nicht direkt danach, aber zeitnah. Hm. Und es waren nur zwei Länder in der Standhand, Mint, Grün, aber das dritte Land kam zeitig. Mhm. Aber dafür darf ich anfangen. Ah. Juhu. Das erfreut diese Seele. Ja, ich dachte mir nur, wann wird er endlich fertig? Oder schaffe ich es noch irgendwie wieder reinzukommen? Oh ne. Ich wollte halt nicht zu sehr Risk gehen, nicht, dass du mich dann in dem Moment dann... Ja, wie gesagt, ich hätte das vierte Land gebraucht, dann wäre es bei mir abgegangen. Ja, ja. Weil dann wären es zwei Spells pro Runde oder eine Coco pro Runde gewesen. Ja, wären es. Das wäre nicht gut gewesen für mich. Das hätte ich dann nicht mehr lange mitmachen können. Sagen wir so, ich hätte zeitweise dann, ich hatte ja einen Coppercoat liegen. Okay, ich lege den zweiten Coppercoat und einen Leutnant. Mhm. Ja, 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 das wäre böse gewesen. Dann wäre auf jeden Fall genügend Druck auf dem Feld gewesen. Mhm. Naja, war auch so knapp genug. Ja, war es. Tja. Tja. Aber das ist Magic, manchmal wollen die Länder nicht. Ja. Oder der ganze Rest. Oder alles. Aber diese 7 machen alles anders, hoffe ich. Ja, bestimmt. Nein. Ein definitives Nein. Tja. Dann wieder Mulligan. Endlich mal Mulligan. Du hattest vorher, glaube ich, einen Mulligan auf 5, oder? Ja. Boah. Ich habe mir gedacht, Mulligan auf 5, das wird bestimmt was, aber... Ja, gut. Ich hatte zum Glück den Counter auf der Hand in dem Moment. Ja, wenn Talia durchgekommen wäre... Ja, ja, und wie gesagt, ich habe halt die ganze Zeit nur noch auf das vierte Land gewartet. Beziehungsweise der Haifun kam halt zu früh. Ich hätte lieber was anderes getroffen. Der war schon schlimm genug. Klar, in dem Moment ist es eng genug, dass du da was anderes willst, ist klar. Okay. Unbeanspruchtes Territorium, Menschen, Experiment 1. Ja. Aufzugtümpel, bitte. Tempelgarten getappt. Zweites Experiment. Angriff für 1. Geh auf 19. Turn. Botanisches Refugium, bitte. Guter Play, aber ich leg noch einen Coppercoat. Angriff für 6, weil die beide wachsen und von ihm gebufft werden. Moment. Ja, warte mal kurz. Auf den Cast vom Copper Code möchte ich reagieren. Okay, dann die Marken zurück und ihn in die Hand. Counter. Okay, dann nur Angriff für 2. Ja. 17. Und darfst du. Ja, wie Maya-Küste, bitte. Maya, was machst du heute wieder viel? Branch of Parfait. Nächster Counter. Collected Company. Passiert. Ich schaue mir wieder die obersten 6 an und leg bis zu 2 Kreaturen rein. Zum Beispiel ein Kaizel Freebooter und ein Talias Leutnant. Der Kaizel Freebooter macht dann nochmal was? Ich schaue mir deine Hand an und exile einen Nicht-Land, Nicht-Kreatur, bis er das Spielfeld verlässt. Ja, irgendwann kannst du Omniscience bestimmt hardcasten. Ja, mit Sicherheit kann ich die irgendwann hardcasten. Ja. Ja.
Dann wachsen die beiden. Dann kriegen die von dem eine Marke. Ja. Angriff für 6. Gehe ich wohl runter auf 11. Erst wachsen sie, weil er hinten eine 2 hat und dann gibt er noch eine 1-1 Marke. Jo. Da auch noch eine Marke, da auch noch eine Marke. Insel, bitte. Mhm. Mach's doch einfach nochmal. Mach's doch einfach nochmal. Warum nicht? Ist ein guter Top-Deck. Ja. Ja, ich bin fair. Die dritte Koko lege ich nach unten. Okay, gut. Schön. Fair. Dann kriegt der eine Marke, Boah, nee, das ist jetzt kompliziert. Ja, mach du mal. Ja, ich muss kurz die Trigger richtig stacken. Ja. Von denen wächst keiner. Erstmal. Der wächst auch erstmal nicht. Der wächst in jedem Fall. Das können wir erstmal abarbeiten. Dann, ich habe vorher keinen Lord. Also ist es ein 2-1 und ein 2. Ja, dann kriegt der eine Marke. Dann verstärkt der. Ist doch nicht so kompliziert. Okay. Angriff für 4. 4, 4, 3, 5. Das ist genug. Ich habe noch ein Land nachgezogen. Gleich wäre eine Allwissenheit auf meine Hand gekommen. Dann eine Halfoon. Ja, ich hatte noch einen One-Drop und eine Lagrilla, falls du den Waschbär spielst. Ja. Die Power von fliegenden Piraten. Ja, die Power von fliegenden Piraten. Und den fliegenden Piraten, die rausgebordet wurden. Mhm. Tja, ich habe zwar was Gutes getroffen mit dem Counter, aber 2 Kokos hintereinander. Sind ja, einen in der Starthand, einen nachgezogen. Und wie gesagt, in dem Zug nach der Koko habe ich eine Koko gezogen. Kann man machen. Ist okay, ist legitim. Ja. Gut, dann hoffen wir mal, euch hat das Spiel einigermaßen Spaß bereitet. Ich hoffe, dir auch. Also im Spiel 2 hatte ich Spaß, da hatte ich Haie. Es geht beim Spaß nicht nur ums Gewinnen. Ja, das stimmt. Aber es gibt, in einer Partie Magic gibt es nur genug Spaß für eine Person. Ja, aber ich hatte eine Menge Spaß. Also muss er weniger gehabt haben. Ich hoffe, ihr hattet genug Spaß. Ihr hattet bestimmt Spaß. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Haha. Und ja, bis zum nächsten Mal. Oder einen traumhaften Abend.